Ja, guten Tag, meine Freunde. Hier geht's weiter mit dem Flugsimulator von Microsoft in der 2021er Edition und wir haben brutales Wetter, sehe ich gerade. Oh snap. Hier in Innsbruck geht's ja richtig zur Sache. Ja, wir fliegen heute für die Lufthansa, die A320 von Innsbruck rüber nach Frankreich zu irgend so einem ganz tollen Käseflughafen. Und ja, da wir hier quasi in der letzten YouTube-Folge von ja, von Paderborn nach Innsbruck geflogen sind und hier die Nacht verbracht haben oder auch das Wochenende geht es jetzt weiter hier mit neuen Gästen und ganz tollem neuen Glück rüber nach Frankreich. Dann wollen wir mal, hoffentlich können wir bei diesem Sauwetter hier überhaupt die Kiste nach oben ziehen. Das ist ja gar nicht mal so. So safe, würde ich mal sagen. Ne, das sieht überhaupt nicht gut aus hier. Aber okay, schauen wir mal. So, erstmal gucken, wie man den Vogel hier ankriegt. Heute seit langem mal wieder ein Joystick-Flug. Kein Gamepad-Flug. Ja. Ja, wie sich doch alles so ändern kann, nicht wahr? Zitril E, das soll ich noch hinkriegen, vielleicht. Ja, Jensen off hier. Klar. Ja, dann wollen wir das mal. So, der APU läuft auch schön hoch hier. Ja, läuft doch alles hier. So, dann requesten wir mal Pushback. Nachdem wir alle. Oh, niemand da. Ja, wer hätte das gedacht? Dann halt nochmal. Ist kein Problem. Da warten wir halt nochmal ein Momentchen. Und ansonsten helfen wir uns selber. Ist ja Logan, Digga. Alles klar, kein Problem. So, dann schmeißen wir die Maschine an. Da tut sich doch schon was. Jo, die eine schmeißt sich gerade voll in Form hier. So, Gen 1, Gen 2 haben wir gleich rein. Ground Power ist da. Gut, die eine geht an, die andere geht an. So, da sieht man schon. Subi, da tut sich doch was. So, da muss ich gerade mal was testen. Klappt nicht so, wie ich das dachte. Oder? Ja, es liegt wahrscheinlich daran, dass wir hier noch kein hydraulische Powers haben. Oder es ist hart verbuggt. Das ist jetzt die Frage. Ja, auf jeden Fall, okay, hier läuft die Karre langsam an. Gut, 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 gut. Und ansonsten haben wir ja schon alles eingestellt. Die Pumpen sind an und so. Ja, alles ganz easy going. So, dann schauen wir mal, wie das hier weiterläuft. Ja, super. Die Flaps, die funktionieren gar nicht. Warum nicht? Warum haben wir überhaupt keine Parking Brake drin? Ja, cool. Hatte ich auch noch nicht. Super. Microsoft Flight Simulator, das läuft ja bei dir hier. Mal lieber so F8 und so. Okay, so hier kann man die eigentlich einstellen, aber heute hat er wohl irgendwie keine Lust drauf. Naja, die Speed Brake geht auf jeden Fall, das kann ich euch schon mal sagen. Und dann,
Ja, vielleicht kann er hier auch, vielleicht ist es hier auch irgendwie so eine Kindersicherung drin für Nubi-Piloten wie mich, dass die keinen Mist bauen. Ja, auf jeden Fall, wir fahren jetzt rückwärts und dann nach rechts da, alles klar. So hier soweit alles gut. Ich würde sagen, die Transition gehen wir direkt auf 19.000, weil hier Bergisch Gladbach, bergisches Gebiet und so. Oh, und dann starten wir hier mal ganz flockig beim schönsten Regenwetter. Ach, wir könnten die Scheibenwischer anmachen. Das könnten wir auf jeden Fall machen, meine Freunde. Das ist vielleicht keine gute Idee. Entschuldigung, vielleicht keine schlechte Idee. Genau, wir fahren hier rückwärts und dann 26 hoch. Und dann klappt das auch schon. So, das noch an, das noch an. So, ich finde das gut, dass das hier alles so Nubi-freundlich ist. Das ist halt der New Way of Flying. Ja, alles wird einfacher und so, das ist gut. Also zumindest aus Anfängersicht, die Hardcore-Piloten da unter euch, die sehen das natürlich anders. Den möchte ich hier nicht auf die Finger drehen. So, einen schönen 40er nehmen wir und dann würde ich sagen, hauen wir mal den Rückwärtsgang rein. So, die Bremse habe ich gerade schon rausgehauen. Ja, kein Pushback. Also dann auf die gute alte Art hier, Trucker Life sozusagen. Na, wir haben ja hier die Backing-Up-Skills, so Rückwärtsgang rein. Leicht aufs Gaspedal und dann schauen wir mal, was da so geht. So vorne aufpassen, dass wir da keinen wegpusten. Ja, und siehe da, der Rückwärtsgang ist voll am Start hier. Ja, so viel Power hat er natürlich nicht wie der Vorwärtsgang, ist ja klar. Vor allem halt beim Bremsen nicht, aber wir geben hier schon ordentlich Schotter. Und dann schauen wir mal, was das hier wird. So, nicht zu doll hier in die Kurve gehen. Oh, da hinten steht eine 747. Das halte ich für Innsbruck-Verhältnisse auch gewagt. Vor allem, meine Güte, die Sicht. Also, es ist. Dass wir überhaupt eine Startfreigabe geben, das ist meiner Meinung nach schon, wie soll ich sagen, nicht nur grenzwertig, nö, sogar irgendwie ein Wunder, würde ich behaupten. So, dann wollen wir hier mal weiter nach vorne. Ach, wir wollten hier noch die Scheinwerfer, der Regen anmachen, also der Regen, ja. Ihr wisst schon, Marzipan und so. So, und da sieht man, wenn man den Vorwärtsgang reinhaut. Da wird schon eine ganz andere Schubkraftniveau. Ja, wir folgen den Taxi Lights, den Guidance. Nichts anderes machen wir, nichts anderes hatte ich vor. So, wollen wir mal hier schön reindrehen und dann bringen wir uns da mal in Position. Da steht sogar schon einer. Der sieht wahrscheinlich auch nichts mehr vor lauter Regen. So, wollen wir mal hier Hold Short anhalten. Nicht, dass wir noch Ärger kriegen. So hart auf die Bremse getreten. Ja gut, da ist nicht mehr viel, da können wir auch hier nach links reinziehen. Aber wir brauchen die flappigen Flaps hier. Die gehen immer noch nicht. Ich glaub's nicht. Was klemmt denn da, Leute? Gut, also irgendwas klemmt da, obviously. Da müssen wir mal kurz. Ja, was soll ich euch erzählen? Ne? Da müssen wir halt mal ganz kurz auf Pause machen. Hilft ja alles nichts. Und dann müssen wir mal gucken, was hier die Flaps, beziehungsweise was wir hier noch aus den flappigen Flaps rausholen können. Scheinbar nichts mehr. So, die Flaps. Einmal hier, einmal hier. Irgendwie, jo, keine Ahnung. Also, puh. Da würde ich sagen, Clear Current Validate. Da würde ich sagen, Clear Current Validate. Und dann machen wir erstmal Apply und schauen wir mal, ob es jetzt geht. Ich habe irgendwie, ja, irgendwie die Vermutung, dass das vielleicht mit den, ja, jetzt, okay. So, dass vielleicht irgendwie, ne, geht immer noch nicht. Die klemmen hier immer noch. Ja, okay, das hat jetzt scheinbar nichts damit zu tun. Gut, kann man nichts machen. Dann halt ohne Flaps, wenn die der Meinung sind, dann flappen wir halt ohne. So, alles klar, Leute. Weiter geht's. Da steht einer, der sollte da auf jeden Fall nicht stehen. Steht trotzdem da. Ja, den müssen wir uns wahrscheinlich jetzt mal wegdenken, weil der sieht nicht so aus, als würde er hier nochmal das Weite suchen. Wir haben ja Startfreigabe, also. Ja, meine Schuld ist es auf jeden Fall nicht.
So Flaps gehen immer noch nicht, das wird dann bei der Landung geil. Warum kann mir das einer mal sagen, gehen die Flaps hier nicht? Also das würde ich ja, also ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber da würde ich ja fast behaupten, das sind hier Bugs. Boah, Leute, ganz ehrlich. Warum gehen hier keine Flaps? Das hatte ich ja noch nie. Hängt das mit dem Wasser, mit dem... Ja, mit was könnte es zusammenhängen? Mit dem Regen? Okay, also irgendwo, Leute, hängt's. Keine Ahnung wo. Aber wenn es nicht hier ist, vielleicht hier, so war hier nochmal bei Flaps. Nicht, dass es hier irgendwo doppelt belegt ist oder so. Hier ist es nicht belegt. Vielleicht ist es ja hier belegt. Ein belegtes Brötchen vielleicht auch. Nein, auch nichts. Und dann hier vielleicht nochmal. Ach ja, schaut mal hier. Haha, was haben wir denn da? Ja, das kann ja nichts werden. Da haben wir den alten Fehler, haben wir da, ja. Okay, Ladies and Gents. So, alles klar, dann würde ich sagen, go back. Und jetzt bin ich da very confident, dass das auch klappt. So, ich würde sagen, mit einem dezenten Zweier-Flaps gehen wir nach oben. Naja, einer Flap geht auch schon. So, alles klar, dann würde ich sagen, volle Power voraus, Baby. Gib mir den guten Speed, den ich so gerne habe. You got the need for Speed, kann ich da wieder nur sagen. Okay, Leute, wir gehen mit, boah, 100, V1 gebe ich uns selbst auf eine 139 einfach mal und rotaten bei 146. Das könnte schon die V1 hier sein. Oh, wie schön. Oh. Schön auf den letzten Drücker. Ja, wie nice. So, da muss ich kurz mal gucken, dass wir hier auch, wenn ich P drücke, ist dann Pause. Ich glaube schon. Tatsächlich Pause. Und sie funktioniert. Ja gut, dass wir hier auch hochkommen. Ups. Ja, funktioniert. So, wir haben hier Take-off. Läuft. Sind hier am Starten hier. Haben wir das Landing Gear eigentlich reingehauen? Haben wir. Schön, schön. So, weiter. So, dann ziehen wir hier nach rechts rüber. Wir sehen halt künstlichen Horizont benutzen. Aber man sieht halt überhaupt nichts. So, Vollspeed bitte. Ja, Climbing ist okay. So, noch ein bisschen rüber. Nicht zu doll hier. Vertical Speed und Achtung. Wie gesagt, das letzte Mal hat es ja so und ein bisschen countern. Ja, ein bisschen vom Gas gehen. Ja, dann fliegen wir hier mal ein bisschen selber. 5000, nicht, dass wir gegen Berg ballern, weil hier ist ja alles voll mit Bergen. Man sieht echt gar nichts. Seit Altimeter auf B, so, bitteschön. Und oh, wir sind viel zu schnell. Ja, keine Ahnung, ich würde mal sagen, wenn wir dann 10.000 haben, so können wir ja auch mal hier langsam steigen. Ach, also halt den guten alten Autopilot reinsetzen. Ja, ich muss sagen, die Sicht ist halt gleich null. Das halte ich auch für ein bisschen übertrieben. Also ich habe hier Real Wetter drin, aber kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das im Moment so aussieht. Wow. So, okay, alles klar.
So, etwas zu schnell. Ja, sind auf einem guten Weg dahin, mein Bester. Allerdings ein bisschen Overspeed, aber passt schon. Also wie gesagt, ja genau, wir sind zu schnell, schon klar. Und dann hier schön nach links drehen. Krass, wie echt, also man fühlt sich schon ein bisschen krass naked, muss ich sagen, wenn man hier so komplett nur nach Instrumenten fliegt, aber die Butze hier, die will's ja so. So, okay, dann sind wir auf 6000, passt auch, wir sind eigentlich schon gut drüber. Würde ich doch direkt mal vorschlagen. So, mal sehen, ob er den jetzt schon nimmt, hier den Autotrust. Sieht fast so aus. Auch ungewohnt, hier mit Autotrust zu fliegen. Und dann schauen wir doch mal kurz, wie das hier in den Legs aussieht. Sieht auch ganz gut aus, so würde ich sagen. Wenn ich jetzt den Autopiloten noch reinhaue. Mal sehen, ob der Brother das hier schustert. Der dreht er erstmal nach links weg. Okay. War echt kein Plan. Und der zieht hart noch auf die 1000 hoch. Aber wir wissen das ja aus dem anderen Video. So, das muss nicht unbedingt was Schlechtes heißen. Also, dass der nach links zieht und so weiter. Keine Ahnung. Ich denke mal, er weiß schon ungefähr, was er tut. So, die, wie gesagt, die Flaps sind alle raus. Gut, F7 Flaps an, F6 Flaps runter. So, dann machen wir hier die Dinger aus. Und das aus und das eigentlich auch aus. Wie sieht es denn hier mit dem Ding aus? Das können wir Bright machen und Emergency, bla bla, Armed und so weiter. Also weit ganz gut, wenn der Gute hier wieder das Navigation-Ding hier kapiert und checkt und macht und tut. Dann ist ja gut, aber sieht wieder irgendwie merkwürdig aus, wo der da hin will, frage ich mich. Macht für mich echt wieder überhaupt keinen Sinn. Aber okay, soll er mal fliegen, mir egal. Angeblich ist er hier in NAV 1 drin. Weil ich da sagen muss, das sieht für mich halt wieder hart falsch aus. Deswegen ziehen wir hier mal nach rechts rüber. Er hält ja erstmal die 150. Ja, ich weiß nicht, was die da immer schaffen. Also, ja, der Micro, die großen Typen hier von Microsoft, die ist ja so unendlich krass, drauf haben, was die da wieder schaffen, ich habe keine Ahnung. So, wir gehen hier runter. Nein, eigentlich wollen wir nicht runter, eigentlich will ich eher hoch. Genau, so, und dann juckeln wir mal hier so lang und ja, ich lache mich kaputt. Okay, vielleicht fliegt man die Transition auch erstmal selber. Also wir fliegen die jetzt erstmal selber, weil das ist ja lächerlich, wie schlecht hier das der Autopilot wieder seine Fairness uns präsentiert. Auf Mogi T1 ist der nächste eingeloggt, sehr schön. Wie viel? Oh, 18.000, ja, da müssen wir noch ein bisschen hochgehen hier. Ja, da würde ich sagen, erstmal auf gechillte 280 und 85, weil sie sind. So, bitteschön. Und dann kommen wir hier auch ganz gut hoch. Und dann können wir hier beim Mogi 1 gleich nach links rüberziehen. Sprit und alles mit Reserven wieder sehr gut berechnet. Ja, wir sollen hoch auf 1800, also 18.000. Ja, geht. Ich nehme mal an, dass die, ja, die Wippe habe ich auch ausgeschaltet, oder? Ne, die sind mir abgerissen. Ja, da dreht sich nichts mehr. Also, da wischt nichts mehr. Deswegen meine Vermutung, wahrscheinlich zu schnell geflogen, zu hoch geflogen, was weiß ich. Zu viel beansprucht und tschüss.
So 1500 Vertical Speed, auch alright. Und dann sind wir hier bei dem Mogi. So, ist dann jetzt schon der nächste eingeloggt. Da sind wir jetzt schon auf Sue. Wer auch immer Sue ist, dann können wir hier schon mal rüberdrehen wieder mit dem künstlichen Horizont. Ich bin sehr gespannt, wann die Sicht, so haben wir auch kein Banking, nein, passt. Ja, wann die Sicht besser wird. Und was ich auch gerade schon feststelle hier. Oh, da fängt ja schon richtig an. Eis durch die Kiste zu ziehen. So kann man das lassen. Das ist natürlich nicht so angenehm. So, weiter geht's. Ja, nicht zu steil. Aber die Gäste sind ja alle noch angeschnallt. Sondern ziehen wir hier mal das Baby nach links rüber. Und dann mal schauen, ob Mr. Navigationssystem es auch nochmal hinbekommt. Oder nicht. Quasi die Kontrolle hier dann zu übernehmen. Wenn nicht, kein Problem. Ich fliege das Ding auch manuell. Ich habe es ja schon oft genug angeboten. So, 18.000 immer noch. So, und auf Kurs und jo. Allein schon durch den Speed muss ich gar nicht so viel machen. Die Kiste geht hart nach oben. So, dann versuchen wir halt nochmal hier dem guten Autopiloten das zu geben, was er gerne hätte. Er dreht sich auf jeden Fall, aber irgendwie wieder falsch. Er müsste jetzt wieder nach rechts rüber. Ich sehe ich wieder irgendwie falsch. Ach, guck mal, hier sieht man auch, glaube ich, tatsächlich, wo man dann die finale Flughöhe von 19.000 erreicht. Schön. Ja, also wie gesagt, wenn das jetzt einigermaßen gut wäre, das Ding hier, dann würden wir wahrscheinlich gleich nach rechts drehen und hier auf Kurs sein. Aber ich glaube nicht, weil retarded, so wie halt Microsoft schon immer ist, sind sie auch hier nach wie vor. Ich meine, super toll, dass ihr neue Updates bringt und so. Klasse, Jungs, aber da müsst ihr noch einige Updates bringen. Vor allem jetzt geht er hier nach unten. Was soll das? Ja. Ja, es funktioniert halt nicht mal Heading. Es ist halt irgendwie echt lustig. Einmal hier rüber, ups. Und einmal hier rüber, ups. Und nichts passiert. So, nochmal aus. So, bitteschön. Wieder nichts. So, Heading kann man reinhauen. Funktioniert auch nicht. Oder muss ich das hier jedes Mal wieder anhaken? Nö. So, und jetzt? So, zumindest haben wir jetzt schon mal. Ja, stellen wir auf Standard. Okay. Ja, die Höhe haben wir jetzt schon mal. Mal sehen, ob er das kapiert. Und jetzt bitte nochmal hier. So, jetzt bitte nochmal hier richtig auf Navi eindrehen. Geht wieder nichts. Okay, so Heading nach rechts geht auch nicht. Geil, oder? Also, das muss man erstmal kapieren. Ich muss ja irgendwas ganz schön krass irgendwie übersehen haben, dass der hier. Dass der hier am Anfang immer so Faxen macht beim Autopilot. Ja, gut, dann fliege ich halt mal hier so einen schönen Rechtsturn.
Ja, und da geht er, cool, da geht, ja, schön, da geht dann der AP von selber raus, ja, geil gemacht, ja, fliegen wir halt weiter, ne, von Hand, weil Microsoft Flight Simulator halt einfach so geil funktioniert, aber okay, da okay. 260, ja, sobald ich hier den geilen Bordcomputer, das Navi, den Autopiloten gesetzt habe, gerne doch. Das, wenn ich das mal wieder so sagen darf, wirklich hervorragend funktioniert, wie immer. Und dann setzen wir hier auf was? 26.000. Ja, bin ich dabei? Sind wir dabei? So, bitteschön. Dann hat er auch was zum Spielen hier. Und sieh da, wir können ja mal hier in der Kurve vielleicht versuchen, auf Nav 1 zu drehen hier. Ja, probieren geht über studieren. Und was so gut ist, hier haben wir ja auch direkt auf die 290 hoch. Yeah. So, bitteschön. Also der Autothrust, der funktioniert unabhängig von diesem Lenkautopilot, das ist schon mal nice. Und ja, wir steigen weiter, Autotrim und ordentlich Thrust hinten macht's möglich. Aber keine Spur vom Nav 1 hier. So, vielleicht jetzt mal dezent reingedrückt und. Ah, er sagt Nav 1 und dann zieht er die Karre gerade, aber das war's dann auch schon. Ja, nicht nur, dass er dann ungefähr aufs Ziel zufliegt, nein, er schafft es dann auch noch vom Ziel wegzufliegen manchmal. Ja, es ist wirklich ein richtig, richtig gut durchdachtes System, made in Germany. Naja, wobei in dem Fall, also ich bin mir sicher, der echte Airbus, der ja, Connection Lost, ja, das interessiert uns wenig, solange der hier den Flug nicht abbricht. Ich brauche jetzt nicht unbedingt, oh, successfully connected. Ja, das wäre jetzt auch gewesen, ne, nur weil halt irgendwie gerade ein Lag im Microsoft-Server ist, dass der ganze Flug dann hier abbricht, aber okay, kein Problem. Also ich meine, ja, schön und gut, alles belebt und so, aber halt so. Also nicht, man braucht es nicht zwangsläufig. Zack, so. Boah, was gibt's jetzt zu sagen? Gar nicht mal so viel. Ich check einfach mal hier weiter. Mal sehen, ob er hier die Kurve kriegt oder halt nicht. Wir lassen uns mal überraschen. Hier ist auf jeden Fall komischerweise wird hier heute nichts angezeigt. Normal sieht man ja hier auch immer irgendwas. Oh, man kann sogar rausspulen. Ah ja, doch, da hinten sieht. Ach ja, das wusste ich gar nicht. Ja, schön. Man kann hier sogar rauszoomen. Also, Zoom wäre dann das nächste Objekt der Begierde. Aber ob er das hinbekommt, so fernab, wie wir hier vom Kurs sind, keine Ahnung. Ich könnte ja nochmal ganz dezent hier ein kleines Banking nach rechts machen. Bis zu einem gewissen Grad kann ich da dann manuell noch mit eingreifen, aber. Ja, ein bisschen zu viel und dann zack, zack, springt mir der Autopilot raus und meckert rum. Also man muss ihn hier quasi zu seinem Glück zwingen, wenn ich das so sagen darf. Ja, das kann ja eine heitere Landung werden. Gut, so, dann hoffen wir mal, dass den Gästen noch gut geht und sieh mal einer an, das Wetter wird nicht besser. Also, ja, hoffen wir mal, dass das auf jeden Fall in Frankreich nicht so ist, weil sonst können wir das echt vergessen mit dem Landen. Und schaut mal, wie, ja, wie in Mitleidenschaft gezogen hier schon das Flugzeug ist. Ja, der Microsoft Schrott-Simulator glänzt wieder. Teilweise glänzt er, teilweise nicht. Ja, trotz alledem werde ich irgendwie das Gefühl nicht los. Ich habe irgendwas eventuell vergessen einzuschalten und deswegen macht er da so Faxen. Aber ich wüsste nicht was. Ich bin jetzt nicht so der Hardcore-Airbus-Flieger, ich bin eher so der Boeing-Typ, aber Airbus hat schon seine Faszination auch. Boeing ist halt die Faszination, das ist alles noch oldschool analog und Airbus hat halt die Faszination, es ist
richtig modern High-Tech German Style so. Also, wenn man mich fragt, was findest du besser, die Boeing 747 oder den Airbus 380, dann sage ich Airbus 380. Ja, aber es ist halt viel Schnickschnack, viel Elektronik-Schnickschnack drin. Kann man sich bei modernen PKWs vorstellen, das ist auch nicht jedermanns Sache. Manche mögen auch so schöne analoge Muscle Cars aus den USA, wo nichts dran ist, die einen schönen Motor haben, die quasi alles fressen und nicht so easy kaputt gehen, wo man auch nicht unbedingt einen Ölwechsel machen muss, weil die halt einfach so schön robust gebaut sind. Naja, wie auch immer, ich finde beides gut. So. Oh, 340 sind wir schon hier. Na gut, dann 340. Falls wir das überhaupt noch hier hinbekommen, 340. So, dann geben wir dem mal hier richtig die Sporen, dann schauen wir mal, was in den Dingern drin ist. Also ich habe neulich ein YouTube-Video gesehen, da sind die auch mit über 300 geflogen. Von daher, das geht schon. So, wir gehen nach oben und mal schauen, ob sich das Nav hier auch fängt irgendwie. Also meine Schuld ist es ja wohl nicht, ja. Man muss ja auch nicht hier groß rumspielen. So wie sie, oh, heute hat er den ILS auch richtig gecatcht. Als wir nach Lowry geflogen sind, da war das irgendwie nur teilweise drin. Die Frequenz hier und da, dann habe ich da noch irgendwas beim Kurs mit reingespielt, was ich aber hätte, wie so wie es aussieht, gar nicht machen brauchen. Ja, gut. Und dann haben wir auf jeden Fall den Localizer reingeschmissen und das ILS und irgendwie hat es dann halbherzig funktioniert. Also der Localizer hat uns da gut in die Spur gebracht und irgendwie auch beim Approach, der Standard Final Approach, wir sind da auch runtergegangen, aber dann am Ende so ab 2000 oder so habe ich dann manuell geflogen und das hat ganz gut geklappt. Also ja, zumindest kann man hier schon mal etwas sehen. So, das Nav ist angeblich drin. Ja, das sehen wir gleich. Ich bezweifle, es ist hart, aber okay. Ja, okay. Der Engine und so, ja, wie immer halt. Take-off-Config geht auch nicht. Geht auch nicht, ja, cool. Ja, wenn ich da drauf drücke, passiert auch nichts. Fuel, okay. So, dann lassen wir das einfach mal so. Warum soll ich Speed reducen? Ist doch kein Limit. Wir fühlen uns hier gut mit unserem Speed. Ja, und keine Ahnung, ich hoffe einfach mal, dass wir dann knuffiges Wetter da haben, wo wir hinfliegen nach Frankreich. Und ja, im Moment sieht es ja fast schon so aus, als würde das schaffen, aber man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Also ich rede jetzt wieder vom Autopiloten. Wow, und dann, ja, erstmal genug gelabert, würde ich sagen, mache ich vielleicht mal eine kleine Kaffeepause und einen kleinen Cut hier rein. Ja, landen machen wir wieder so wie immer halt, also, das heißt wie immer mit der, so wie wir beladen sind und, ja, so wie wir beladen und betankt sind, würde ich sagen, gehen wir mit 160, 156, 151 und dann 146 plus minus rein. Übernehmen dann manuell und Flaps 3 und hoffen mal, dass wir hier sweet runterkommen. Autobrakes 2 und dann zack, reverse und voll durchziehen und noch manuell dazu bremsen. Und hoffen wir mal, das geht. Und wenn nichts mehr geht, dann hauen wir noch die Parkbremse mit rein und dann schauen wir mal. So, er steigt hier langsam, sehr langsam, um den Speed einigermaßen zu halten. Oh, ja, aber wir haben Zeit. Ja, wo wir gerade von Zeit reden, wie sieht es hier eigentlich bei der Distanz aus? Stimmt, das wollte ich noch checken. Ja, Reserve und so ist nichts eingetragen, das war ja klar. Also, wir haben dann hier als Dings als nächstes TRA. Ist auch schon gelockt. Dann kommt Alingate, Rijvi, Obaki, Nebax, Ranux, Xorbi, Banti, Bibax. Okay, und das ist dann hier schon der Star. Oder ja. Genau, und ah, 9000 above, okay. Also auch etwas hügelig, ja, das Gelände.
Wobei ich glaube, hier sind dann eher die Sitz. FF08 und Finn. Genau. Ja, also tatsächlich sind es noch einige Wegpunkte. Was also eigentlich schon noch auch darauf schließen lässt, so ein bisschen, dass der Flug doch noch etwas länger geht. Ich dachte so ein gutes Stündchen, aber wenn man sich das hier mal anschaut, zack, zack darüber, dann drehen wir hier rein und dann kommen wir da irgendwie rein. Ja, schon ein bisschen länger noch. Ja, gut, warum nicht? Man muss ja auch mal hier richtig ein bisschen den Flight Simulator nutzen und benutzen. So, dann schauen wir jetzt mal, jetzt wird es nochmal spannend. Je nachdem, ob der hier TRA catcht oder nicht, gehen wir dann ein Käffchen holen. Also ich weiß halt nicht. Ja, ich weiß es halt nicht. Sieht aber tatsächlich ganz gut aus im Moment. Muss man schon mal fairerweise sagen. So, machen wir hier nochmal ein bisschen hell und hier nochmal ein bisschen hell und hier unten kann man auch noch ein bisschen was hell drehen. Hell ist immer gut, gerade bei so schlechtem Wetter. Ist ja eigentlich selbsterklärend. Ja, und sonst sieht es eigentlich soweit schon ganz gut aus hier. Anti-Skid. Das ist übrigens quasi das ABS, weiß ich auch erst seit neuestem. Also, dass man halt, wenn man dann auf dem Boden ist und bremst, keine Vollbremsung hinlegt, dass das Rad immer mal ein bisschen, wenn es quasi kurz vorm Stehen oder ganz kurz am Stehen ist, mal ein bisschen released und dann wieder anbremst. Ja, so ist das. Gut. Was ist das hier eigentlich? Gut, kann man auch nicht draufdrücken. Super. Okay, so, da müssen wir den nächsten. So, jetzt geht's hier nach Aline. Naja, gut, keine Ahnung. Fliegt hier einen ganz kleinen Rechtsturn. Hoffen wir mal, das passt. Sieht aber gut an aus. Ja, wir sind hier weiter am Climben. Und sieh da, 340, da ist jetzt Schluss. Da ist jetzt klar gesagt worden, 340 und nicht schneller, aber wir sind okay dabei. Und der Sprit, ja, der reicht. Oh, und sieh mal einer an hier. Wir haben hier, wir sind raus aus dem Schmuddelwetter. Da oben zeigt sich sogar die Sonne. So, hier müsste dann auch die Maschine, ja gut, die ist schon ganz okay mit Eis bedeckt. Komischerweise halt, wenn man ganz nah ranzoomt, weniger. Aber wenn man weiter weg ist, sieht man es hier so. Na ja, gut, wie gesagt, nicht die beste Grafikoption und so weiter. Ja, und dann bounce die hier auf jeden Fall schön vor sich hin. Und wir halten hier erstmal den Speed von, ja, das hat sich ja auch einfach umgestellt, sehr toll. 306, nee. Also 306 waren das meines Wissens nach nicht. Ich würde fast sagen, mit 320 jagen wir hier lang. So. Ja, also er fliegt hier ganz leicht einen Rechtsturn. Kann wieder sein, dass der hier irgendwie das so versetzt liest. Warum auch immer. Es sieht auf jeden Fall gut aus. Und wenn nicht, kann ich ja jederzeit Hand anlegen. Und ja, ich fliege das Ding, wenn es sein muss, auch manuell rüber nach Francais. Dann machen wir an der Stelle einen Cut, weil hier passiert jetzt nicht viel, außer dass wir weiterfliegen und Kerosin verballern. Dann ja, sehen wir uns quasi irgendwo in Francais. Wenn es nicht mehr so weit ist, kurz vorm Final Approach. Bis gleich dann. Ciao. So, moin Leute. Da das ja in dem anderen Video so krass gefällt hat, fliegen wir jetzt nochmal. Ja, fliegen wir jetzt nochmal die ganze Chose hier an. Und hoffen, dass es diesmal besser klappt. Ohne Gerage, mit vollem Erfolg. Also für alle, die es nicht mitbekommen haben, das hier ist quasi inoffiziell Part 2 von unserem letzten Microsoft Flight Simulator Video, bei dem wir hier
einen coolen Flug hatten, und zwar von Lovi nach, also von uns Innsbruck nach Paris. Aber bei der Landung hat das Game hart geleckt und meine Steuerinputs sind ziemlich untergegangen und auch der Anflug war buggy mit ILS und wir sind voll schräg reingekommen. Es war einfach katastrophal. So, was habe ich jetzt groß geändert im Vergleich zum letzten Mal? Ich habe jetzt kein Live-Wetter genommen, ich habe jetzt ein Preset-Wetter genommen, leicht bewölkt. Und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube fast, ohne dass ich es wollte, habe ich den Live-Traffic auf, was weiß ich, Computer-Traffic gestellt oder den Computer-Traffic auf Live-Traffic oder auf jeden Fall, was weiß ich, irgendwas soll noch beim Traffic, scheinbar tut es der Performance auch gut, aber mal gucken. Wenn wir jetzt halt hier wieder landen und es leckt sich ein, wir kommen schief rein, ja dann keine Ahnung. Ich will nicht sagen, dass ich mit dem Flight Simulator aufhöre oder so, aber dann macht es halt im Moment auf jeden Fall nicht so richtig Spaß. Also drückt mir die Daumen, dass es jetzt klappt. Ich habe auch überlegt, ob ich das vielleicht cutte und ans andere Video dranhänge. Ja, vielleicht. Boah, vielleicht mache ich das auch so. Mal schauen. Okay, auf jeden Fall an der Stelle dann Schnipp. Landeanflug, let's go. Dauert natürlich noch ein bisschen. Aber so lange auch nicht mehr. So, bei. Ja, hier sollten wir dann auf CL08 auf 5000 runtergehen. Ja, ein bisschen dauert es noch. Okay, Leute. So ist das. Schönes Wetter auf jeden Fall. Gute Trimmung. Passt runter auf 9000, passt auch. Triebwerke laufen, alles gut. 29, 92, das ist okay. Nur 10.000 jetzt, auch okay. Set, alles klar. So, weiter geht die Reise. Also ich würde mich sehr freuen, wenn das jetzt klappt. So, ich habe mir schon überlegt, vielleicht die Kiste sogar, wenn das wieder so komisch wird wie in dem anderen Video, von außen zu landen. Vielleicht auch nicht die beste Idee, aber hell. Soll man machen, nicht wahr? 5000, okay. Das sind doch wir, oder? So, das klingt erstmal gut. Ich habe aber das Gefühl, das fängt schon wieder an, leicht zu ruckeln. Aber das finde ich natürlich nicht so geil. Ach ja, naja. Also zur Not, wie gesagt, von außen. Dann ist ja die Frage so oder so. Ich würde schon irgendwie sagen so, oder? Aber lassen wir es erstmal hier für die schöne Optik so. So, Bremse ist set, Spoiler ist arm, dann können wir hier die Lampen anmachen. Soll ja auch jeder wissen, dass wir kommen.
Sobald wir hier auf dem Final sind, werde ich die Flaps reinknallen, dann gehen wir hier langsam flockig auf 180 runter und wie sieht es mit dem Wind aus? Oh, der Wind spielt uns in die Karten. Rückenwind könnte schlimmer sein. Komischerweise hat auch jetzt bei dem, nachdem ich die neuen Settings reingehauen habe, der Autopilot besser funktioniert. Und der ist on point, der fliegt nicht mehr nebenrum. Vielleicht hat wirklich das Live-Wetter auch was damit zu tun, dass es noch nicht so geil gut funktioniert. Ich weiß noch nicht. So, Niner 2 sind wir. Auch okay. So, Lichter da, alles da. So, dann drehen wir da gleich rein. So, da kommen wir. Ja, natürlich ist da eine dicke Wolke drüber. Ja, das sage ich danke. So, gehen wir auf den Localizer. 5000 ist angeblich final. Localizer ist auch schon drin, dann auf Approach und da würde ich fast sagen auf die Flaps 2 hier. So, der Glideslope kickt hier gleich rein. So, mal gucken, ob ich hier oben was sehe. Ja, theoretisch könnte ich auch so landen. Wie gesagt, schönes Glideslope ist da. Dann gib uns mal die Ground Power und wir gehen hier, denke ich mal, leicht runter weiter. Auf die nächste Flap Setting. 3 for Land is set. So, Runway inside. Okay. Ja, ich lasse es erstmal so. Die Wolken verflüchtigen sich. Willkommen hier Paris unter uns. Vielleicht erkennt der ein oder andere schon mal, was der in Paris war oder öfter da ist und auch da schon mal hingeflogen ist. Ich habe keine Ahnung. Ich sage einfach mal willkommen in Paris. So, wie sieht das hier mit den Poppy Lights aus? Jetzt kommen wir auch gerade rein tatsächlich. Das sieht auf den ersten Blick besser aus, aber ich wage es noch nicht zu loben. So, auch hier von der Trimmung, Kleid und alles schön. Schön Autopilotmäßig. Oh, Terrain haben wir an. Ja, können wir ausmachen. Ja. So, ich lasse den mal noch kommen. So, mal sehen, wie es mit 164 Knots bei 311 Flaps aussieht. Ich würde sagen, noch okay, oder? Auf jeden Fall, Glideslope ist auch voll da. Kommt schön sauber rein, die Büchse. Noch. Ja, überlege, landen wir so oder landen wir so oder landen wir vielleicht so? So wird gehen, aber vom Gefühl her fühlt sich das eigentlich gar nicht so schlecht an. So, Achtung. Check, check, check. Ja, läuft gut.
So wie gesagt, Spoilers sind Abend, ja. Sind sie. Okay, cool. Ja, komm schön sauber rein. Da würde ich sogar sagen, kann man vielleicht nochmal für den Juice einen hochgehen. Eigentlich zu schnell meiner Meinung nach, aber lieber so, als dass wir hier sacki sacki runtergezogen werden. So, hier, unter uns schön Paris, meine Freunde. Ja, Wind steht auch gut da, muss man sagen. Kommt ein bisschen von hinten, ja, warum nicht? So, und jetzt fängt er hier an zu lecken, aber vom Feinsten. Okay, das ist dann wahrscheinlich dem komplexen Premium-Flughafen geschuldet. Ich würde ja gern von Hand landen, aber ganz ehrlich, so wie der sich hier einen ableckt, traue ich mich das gerade gar nicht. Ich mache jetzt Folgendes. Gib dem hier jetzt ein bisschen Speed von 100, von Dingens. So, dann lasse ich den hier noch ein bisschen weiter treiben. Sogar noch ein bisschen mehr Speed. Also ich weiß nicht, bei dem Leck hier, ich fühle mich brutal unsicher gerade. Aber ich probiere es, Leute, weil sonst hat das irgendwie gar keinen Sinn so. Und los geht's. Hoffentlich leckt er mich nicht raus. Bleibt interessant. Wenn ich mich da auf die Poppy Lights verlasse, das ist ja sogar noch sehr gut. So, jetzt Achtung. So, die Minimums kommen näher. So, 300er Warnung. Soweit auch noch ganz gut. So, Achtung, jetzt kommt's, Leute. Jetzt kommt der große Hit hier. So. Und danke. Okay, tatsächlich nice. Muss ich schon sagen. So, Reverse brauchen wir gar nicht mehr. Die Bremse ist auch aus. Puh, ja, das war eine weiche Landung. Und sehe da, es sind sogar noch andere Flugzeuge am Start. Wer hätte das gedacht? Ja, cool. Dann rollen wir hier mal. Und da können wir eigentlich auch direkt. Ja, auch der Bremsweg, also irgendwie viel zu gut, aber ich will jetzt nicht meckern. Es hat geklappt, sehr geil. Und ich denke mal, wenn das flüssiger wäre, dann hätte es sogar noch besser geklappt. So, wir haben auf jeden Fall die Flaps wieder rein. Nochmal kurz gucken hier. Flaps sind weg, Spoilers sind auch nicht mehr gearmt, alles cool. Boah, ich bin mehr als zufrieden, krass.
Na, das sollte ich eigentlich an das andere Video hinten dranhängen, glaube ich. Also nochmal alles neu hochladen. Ja, why not? Why not? Ja, mach ich jetzt auch, Leute. Ja, GG in dem Sinne. So, wir sind hier raus. Und dann werden wir mal hier short holden. Und dann machen wir hier die ganzen Exit Lights aus. Ja, da muss uns nur mal einer sagen, wo es lang geht. Request Taxi to Parking, Request Taxi to Gates, ja. Whiskey 5, okay, hier sind wir, sehr schön. Ja, ihr habt die Lady gehört, dann fahren wir da mal lang jetzt. Aber mit diesem Geruckel, also da muss ich noch was machen, Leute. Das wird mir noch zum Verhängnis bei der Landung, das merke ich gerade. Vielleicht ist das Flugmodell hier von Microsoft Flight Simulator gar nicht so schlecht, aber durch dieses Geruckel hier, ich meine, das sieht ja schön aus und alles, wird es aber natürlich auch nicht leichter für mich. So, hier eine harte Kurve. Ihr seht es ja, ich fahre jetzt hier eine Kurve. Ich bin schon unten und ich weiß nicht, ob man es in der Aufnahme sieht, aber es, ja, es ruckelt und so. Und naja, was soll man machen, ne? Neuer PC muss her und dann boom, Baby, dann geht's richtig ab. Okay, hier rechts sollen wir reinfahren. Schön, das machen wir auch. Einen schönen weiten Bogen nehmen. So, dann zeigen wir den Leuten mal, was wir hier in der Truckfahrerschule gelernt haben, hoffentlich. Okay, und da ist sogar ein Chatway. Ja, passt doch. Da werden sich aber die Lufthansa-Fluggäste freuen, würde ich mal behaupten. Würde ich das? Oh yeah, und wie ich das behaupte. Und wie das. Ja, also tatsächlich, es ruckelt hier auf dem Boden und ich kann kaum diese einfache Kurve hier richtig fahren. Oh, geschweige denn richtig die Bremse und alles einschalten. So, der Typ, der winkt hier. Ja. Wie lange wollen Sie noch winken? Noch ein Stück nach vorne. So, okay. Ich glaube, die Bremse ist drin. Und dann Take-off Option, Parking, Refueling Options. Ground Service. Baggage Jetway Connection. So, Achtung, mal sehen, ob der Jetway jetzt kommt. Sieht so aus. Da kommt er. Ja, wie geil. Dann Power Supply. Da kommt er. Zack. Achtung, Achtung. Boom. Oh, Master Alert. Ja, aber ich glaube, die Triebwerke laufen zu heiß. So, Ground Power ist dran. So, das können wir noch ausschalten hier. Dann brauchen wir natürlich noch Baggage Service. So, hier connected. Bumm, jetzt können die Leute rein und raus. Dann haben wir hier Ground Power, also Strom, Feststrom vom Festnetz. Ja, Sprit ist noch genug drin für den nächsten Flug und ja, passt eigentlich. So, dann gucken wir nochmal einmal hier die coole Rundumsicht.
Also hier laufen die Leute jetzt raus, ne? Schön, dass sie mit Lufthansa geflogen sind, bla bla. Der Typ hier hat die Kabel dran gemacht und siehe da, hier fangen die Boys jetzt an zu entladen. Und ich sag mal, ich bin da mal an der Stelle raus. Ja, der, wenn wir jetzt noch ein bisschen warten würden, würde er auch da sein Band ausfahren und dann würden auch Sachen reingeladen werden oder rausgeladen. Naja gut, das rafft das Game noch nicht, dass es jetzt eher auslädt anstatt einlädt, aber mein Gott, dann denkt euch halt, anstatt dass die Dinger reinkommen, gehen die raus. Ich bin auf jeden Fall raus. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Ich bin froh, dass das geklappt hat. Und ja. Also wir merken uns, wenn es nicht ruckelt, dann eventuell auch gute Landung. Bis zur nächsten Folge. Euer Jay. Macht's gut. Ciao.